und die Technologieministerin ist am Wort, Lenore Gewessler, die Grünen. Eva Blimlinger hat es einen Meilenstein genannt, das Forschungsfinanzierungsgesetz, aber es ist in der auf jeden Fall ein krönender Abschluss in einer neuen logistischen Architektur des Forschungsbereichs in Österreich. Und darüber freue ich mich und es ist schön und ich auch der vielen, vielen Arbeit, die in dieses Gesetz gegangen ist, seitens von drei Ministerien in dieser Republik und federführend seit langen Jahren im BMK, dass das auch gesehen wird und dass die positiven Dinge in diesem Gesetz auch wirklich auch hier im Hohen Haus Anerkennung finden. Und bitte erlauben Sie mir, dass ich noch einmal auch mit Referenz auf die Kritikpunkte auf aus meiner Sicht vier zentrale wirklich auch Meilensteine und die verdienen das Wort Meilensteine eingehe. Das erste ist die langfristige Planungsgrundlage. Wir haben in diesem Gesetz fixe dreijährige Forschungsbudgets und die Frau Abgeordnete Hammerschmidt hat es erwähnt, mit einem Kürzungsverbot. Das ist neu und wir starten von einem Status, in dem Forschungsausgaben Ermessensausgaben waren bis dato. Also das heißt, das ist wirklich ein wirklicher Meilenstein, Kürzungsverbot, fixe dreijährige Budgets. Ich muss auch dem Abgeordneten Daimek widersprechen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen. Und wenn ich eines, das haben wir im Konjunkturpaket gemacht, wir haben 300 Millionen zusätzlich für Forschung und Entwicklung im Konjunkturpaket verankert, weil ich Ihnen allen zustimme. Das ist ein zentraler Faktor für die Zukunft, zum Begegnen der Herausforderungen für die Zukunft und auch für eine stabile und zukunftsfitte wirtschaftliche Basis. Und ich kann Ihnen versichern, und ich nehme jetzt kein heimisches Tier, mir ist also zum botanischen Vergleich, der Heinz Fassmann, die Margarete Schrambeck und ich werden auch weiterhin dafür kämpfen, und zwar wie die Löwinnen und Löwen, das habe ich jetzt gewählt als Bild, dass diese wachstumsorientierte Finanzierung sich im Bundesfinanzrahmengesetz als Wachstumsbudgetpfad auch abbildet. Dafür stehen da drei Minister und Ministerinnen, glaube ich, sehr geeint und sehr stark. Und dass es gelingen kann, beweist das Konjunkturpaket. Der zweite Punkt ist, dass es für die zentralen Einrichtungen, die in diesem Gesetz verankert sind, de facto Finanzierungssicherheit gibt, also de facto auch einen Rechtsanspruch auf Finanzierung. Auch das ist neu, auch das ist ein großer Schritt und auch das ist wichtig, um hier auch in die Zukunft zu gehen. Wir haben eine effizientere Governance, das haben viele von Ihnen auch erwähnt. Ich möchte es auch noch einmal erwähnen, mein Haus, federführend in der FFG. Wir gehen von einem Zustand, wo wir jetzt 50 Einzelbeauftragungen haben, so ist der korrekte Terminus, Einzelbeauftragungen zu einer Finanzierungsvereinbarung. Aus 50 wird eins. Das ermöglicht natürlich eine wesentlich stärkere Fokussierung auf die strategischen Fragen. Das ermöglicht eine wesentlich stärkere Trennung von einer operativen Steuerung und einer strategischen Steuerung. Und gerade in der angewandten Forschung ist es wichtig, dass man den strategischen Blick hat im Verbund mit dem Dreijahreshorizont, weil auch das ist gerade für die Wirtschaft ein Thema. Wenn es darum geht, in zentralen Zukunftsherausforderungen auch eigene F&E-Budgets umzuorientieren, die Automobilindustrie, ein Paradebeispiel dafür, dann braucht die auch die Planungssicherheit vom Gegenüber, von den öffentlichen Mitteln, die sagen, ja, das ist ein Thema. Und zwar nicht nur ein Jahr, nicht nur ein paar Monate, nicht nur sondern ein zentrales Thema, das auf Jahre bleibt. Und natürlich setzt man damit auch ein strategischeres Monitoring auf. In Summe bin ich davon überzeugt, das ist wirklich nicht nur das Ergebnis von 10 Jahren Arbeit, sondern ein Ergebnis von vielen, vielen Jahren Arbeit und drei Ministerien, dass es wert ist, hier auf breite Zustimmung zu stoßen. Und das hoffe ich, dass wir es auch tun. Sagt Leonore Gewessler, Technologieministerin von den Grünen. Und sie verweist auf die langfristige Planung in der neuen Forschungsfinanzierung. 3 Jahre Forschungsbudget gibt es jetzt mit Kürzungsverbot.